Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal Hero Gaming TV. Und ja, heute habe ich mal eine verbesserte Variante vom letzten AFK-Glitch für euch am Start. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr mein letztes Video gesehen habt und daher schon ungefähr wisst, wie der ganze Glitch funktioniert. Denn ich habe ja auch schon im letzten Video gesagt, dass dieser Glitch richtig einfach ist und richtig viel Geld gibt. Jedoch gibt es jetzt auch eine richtig krasse Methode, mit der ihr einfach jede 1 bis 2 Sekunden 1000 Dollar bekommt und das sollte wirklich jeder von euch ausnutzen. Jedoch braucht ihr für diese Variante 7 bis 8 Spieler und deshalb kann ich euch einfach nur empfehlen, dass ihr euren PSN, Microsoft oder PC-Namen unten in die Kommentare schreibt und nach Leuten sucht, die das Ganze mit euch machen wollen. Bevor ich jetzt aber anfange mit dem Glitch, gehen nochmal Grüße raus an den Syntex-Starditch, denn er hat im letzten Video als allererstes Hashtag-Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann aktivier doch einfach mal die Glocke und schreib als erstes einen Kommentar mit Hashtag-Glocke aktiv. Zurück zum Glitch und zwar, wenn ihr jetzt die 7 bis 8 Leute am Start habt, geht jetzt einfach in irgendeine GTA Online Sitzung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine öffentliche, eine Freunde oder eine Einladungssitzung ist. Einfach irgendeine GTA Online Sitzung. Geht dann einfach auf Missionen und dort startet ihr einfach die Mission Richter der Geschworenen. Wenn ihr diese Mission dann gestartet habt, fahrt ihr einfach zum gleichen Ort wie vom letzten Video. Den Ort seht ihr auch nochmal auf der Karte. Seid ihr also bei diesem Ort angekommen, dann müsst ihr jetzt einfach in den Shop reingehen, aber nur die Person, die das Geld bekommt und die anderen warten draußen. Und jetzt muss einfach jeder einzeln reinkommen, beide Kassen aufschießen, ihr sammelt das Geld ein und die Personen, die die Kassen schon aufgeschossen haben, gehen raus und stellen sich neben den Shop an die Wand. Wenn jetzt jeder einmal die beiden Kassen aufgeschossen hat, könnt ihr jetzt aus dem Shop rausgehen und dann kommt der gleiche Schritt wie vom letzten Video. Ihr müsst jetzt nämlich zu diesem Pfeil und dann stellt euch einfach genauso hin wie ich im Video und dann könnt ihr schon euren rechten Stick nach oben rechts fixieren und das ganze AFK machen. Und ihr könnt oben rechts schon sehen, wie viel Geld ich pro 1 bis 2 Sekunden bekomme. Und das ist auf jeden Fall richtig heftig. Eure Kollegen an der Wand müssen jetzt den ganzen Glitch über da stehen bleiben und dürfen sich auch nicht umbringen. Denn dann bekommt ihr weniger Geld und ich denke mal nicht, dass ihr das wollt. Ihr braucht zwar 7 andere Spieler, aber dafür kann ich euch nur empfehlen, euren PSN, Microsoft oder PC-Namen unten in die Kommentare zu schreiben und dann werden sich einige Leute melden, die euch dabei helfen wollen. Das war die bessere Variante vom letzten AFK Money Glitch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da, abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, um immer auf dem neuesten Stand in GTA Online zu sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute! Events. 27 hearts beat.